Liebe Eishockey-Freunde, willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Brüder gegen Klostersee. Ich grüße den Trainer, zu meiner Linken Andrzej Mikovic von Klostersee und den Markus Bierbauer von den Blue Devils. Ich übergebe gleich einmal den Gästetrainer das Wort, seine Meinung zum Spiel. Sehr schönen guten Abend. Ja, nach unserem, sage ich mal, Start, wo es überall in der Presse steht oder überall jetzt geschrieben, dass wir keinen besonderen Start erwischt haben in der Saison. Das stimmt ja auch alles. Wir haben ja auch viele verletzte Spieler, also genauso wie heute. Sind wir angereist noch mit einem Ausländer und mit zwei jungen Spielern, die eigentlich das ergänzen haben sollen und haben so ihre Arbeit eigentlich gut gemacht. Die Aufgabe war natürlich so einfach wie möglich zu spielen und nach den 60 Minuten die drei Punkte zu holen, die ersten drei Punkte für uns. Und die Jungs haben wirklich jede Minute, muss man sagen, jedes Drittel versucht das Beste abzurufen und ich glaube am Schluss gerecht belohnt. Wobei ich sagen muss, es war auch in unserer Zone sehr, sehr viel zu tun, weil die Weidner haben wirklich sehr viele Schüsse gemacht auf unser Tor, aber unsere Spieler haben sich reingeschmissen, Torwart hat gehalten, was zu halten war und ja, vielleicht war das Glück ein bisschen mehr auf unserer Seite und wie gesagt, die drei Punkte, wir freuen uns sehr und danke. Herr Markus, ich übergebe dir das Wort, bitte. Ja, guten Abend. Zuerst mal Glückwunsch an Klostersee zum Sieg. Wie mein Kollege schon gesagt hat, die haben mit einfachsten Mitteln verteidigt, mehr nicht. Und wir sind halt nicht in der Lage, und da muss ich auch mal alle Ausländer oder auch alle erfahrenen Spieler von mir, bis jetzt beschütze ich immer und schütze immer die Spieler, in die Pflicht nehmen, wer so viele Torschancen liegen lässt, leichtfertig vergibt. Ja mei, der muss sich am Ende nicht wundern, wenn man gegen einen Gegner verliert, der, wie schon gesagt, aufopferungsvoll gekämpft hat, ja, aber im Endeffekt mit einfachsten Mitteln gespielt hat. Und wenn es halt nach zwei Drittel 1-1 steht und nicht 4-1 oder was, was es sein kann, ja mei, dann darf man sich nicht wundern. Und wie schon gesagt, bis jetzt habe ich immer gesagt, ja, wir haben gut gespielt und gut gekämpft. Ja, bemüht haben sie sich heute auch, aber so kann man halt nicht Eishockey spielen. Das geht halt nicht. Man muss ja dann auch mal kaltschnäuzig ein Tor schießen, wenn man die Chance hat zum x-ten Mal. Und wie schon gesagt, wenn wir das nicht abschellen, dann werden wir eine ganz schwierige Saison hinter uns wieder haben. Vor uns haben. Ich muss mich entschuldigen, schlecht benannt bin ich auch seit drei Tagen und dann noch so ein Spiel. Ja gut, wie schon gesagt, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, damit wir das abstellen. Komischerweise ist in kürzester Zeit haben wir das hinbekommen, dass wir defensiv normalerweise, wenn wir gegen gute Gegner spielen, top stehen, aber wir können keine Tore schießen. Und das bei den guten Stürmern, die wir in den Reihen haben, das ist verwunderlich. Ich habe eine Frage an die Gästetrainer und zwar, Sie haben es selber schon angesprochen, Sie haben in einem Ausländer gespielt. Der zweite, was war mit ihm los oder ist verletzt? Er hat auch das letzte Spiel nicht mitgespielt, das kurzfristig ausgefallen. Der hat so einen, ja nicht gefallen, der hat so ein Virus, sage ich mal, und vom Arzt, Mannschaftsarzt eigentlich verboten, kriegt er zu spielen oder einige Dinge, ja, trainieren allgemein. Ja, Markus, heute die Niederlage, jetzt geht's nach Sylt. Ja, die Mannschaft aufzubauen jetzt und dieses schwere Auswärtsspiel zu bestreiten. Gut, aufbauen. Natürlich werden morgen wieder ganz viele Gespräche stattfinden, das ist logisch, aber so ist es halt. Auf der anderen Seite hast du wieder die Chance, im Eishockey zwei Tage später was gut zu machen. Wobei man natürlich sagen muss, da ist natürlich ihn selbst genau der richtige Zeitpunkt. Es ist auch klar. Kannst du ein Lied davon singen, oder? Von selbst. Ja. Dass das nicht leicht wird, das kann sich ja jeder vorstellen. Aber wie schon gesagt, mich ärgert das halt heute, dass wir halt diese Chancen nicht verwerten haben und dann so ein Spiel im Endeffekt dann abgeben gleich. Thomas, hast du noch was? Dann habe ich noch die Endergebnisse und zwar von dem heutigen Spieltag. Und zwar fangen wir gleich mit dem an, was wir gesagt haben. Schönheide gegen Sölf 1-8. Bad Hölz, Deggendorf 5-3. Beiting, Bayreuth 1-2. Und Regensburg, Landshut 5-2.
Ja, wenn wir keine Fragen mehr haben, ich lasse ich bei den Trainer. Ich wünsche den gestrigen Trainer, seiner Mannschaft, gute Heimreise, viel Glück für die nächsten Spiele. Auch dir, Markus, viel Glück und alles Gute für dich persönlich. Schönen Gruß an die Mannschaft und Ihnen wünsche ich noch allen ein schönes Wochenende und der Hinweis noch, das nächste Heimspiel am 25. Oktober, Sonntag 18:30 Uhr, in Beiting. Danke, Servus.